Hallo und herzlich willkommen zur ersten Dark Ride Challenge. Endlich geht es los. Das erste Interview ist auch schon hinter uns vollbracht. Mit der lieben Chrissy sind wir hier in ihrer Geisterstunde. Wir freuen uns schon sehr und die Jungs sind natürlich auch mit dabei, die sich mit mir zusammen diesen Dark Ride anschauen. Sagt Hallo. 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 Geisterstunde. Ja, es wird schaurig. Typisch Dark Ride. Ja. Was freue ich mich darauf, mir jetzt die ganzen Dark Rides anzuschauen. Ja, das wird richtig toll. Sind sehr, sehr tolle Dark Rides hochgeladen. Auf jeden Fall. Die könnt ihr auch auf Steam finden, auch wenn ich jetzt ein bisschen spät dran bin mit dem Video. Allerdings gibt es sie schon seit dem 1.10. online. Also, wenn ihr da in den Workshop nochmal reingeht und die ganzen Dark Rides hochliked, abonniert, favorisiert, das wäre super toll, super schön und nicht vergessen, das noch hier nach diesem Video zu machen. Und, ich glaube, da freut sich jeder Erbauer drüber. Genau. Weil da kann man ja auch schon mit den Leuten schreiben, ne? Also hier unter Video ja auch. natürlich. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wenn ihr noch wissen wollt, wer die anderen Teilnehmer waren, die ich ja eigentlich schon in den anderen Videos erwähnt habe, dann gerne auf Discord folgen, weil dort sind die ganzen Parks, die Dark Rides, sind dort verlinkt. Also findet ihr die dort auch viel schneller. Also los, rein mit euch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und Chrissys Interview vor einer Stunde, also eine Stunde vor diesem Dark Ride hochgeladen, dürft ihr nicht verpassen. Dort fährt ihr ein bisschen über diese Geisterstunde. Also rein mit euch und ich würde sagen, wir starten jetzt hier mal den Dark Ride, unser allerersten. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt und aufgeregt. Oh Gott, ich freue mich schon, weil wir kennen Chrissys Dark Rides und das sind einfach nur crazy. Das ist ja, also wenn wir uns das Ganze hier einmal angucken, das ist ja alles Kunst. Das ist schon nicht mehr bauen. Das sieht unfassbar gut aus, ja. Das ist alles Kunst, also wirklich. Das ist unfassbar. Chrissy war auch tatsächlich die erste, die komplett fertig war mit dem Dark Ride. Wie auch immer die das gemacht hat. Ja, also die Challenge-Teilnehmer hatten alle 4 Monate Zeit und die Chrissy hat sich gedacht, ach nö, brauche ich nicht, ich brauche nur 2 Monate. Oh, wie voll das auch ist, Wahnsinn. Und, ja, also komplett ausgeschöpft, das Ding und ist... Aber das sieht man erstmal, wie großzügig du warst mit dem Platz, ne? Ja, ich war sehr großzügig. Ich glaube, hätte ich nochmal, also wenn man jetzt hier die Umrandung nimmt. Nur die Hälfte. Oder die Hälfte, dann hätte die Chrissy wahrscheinlich das auch noch ausgenutzt. Wahrscheinlich, ja. Aber sie hatte sehr viel Spaß, sie liebt Dark Rides, aber das erfährt wir lieben ja auch ihre Dark Rides. Also. Ja, sehr, sehr, sehr. Aber das erfährt ihr alles im Interview und sie hat mir ein bisschen erklärt, was ich hier machen muss. Also es gibt für jeden Bereich bis zur Station ein Play-Me-Button. Carsten Media. Carsten Media, ja, es gibt eine Pre-Show. Carsten Media war ja nicht erlaubt, deswegen musste sie interpretieren oder ausprobieren. Improvisieren. Oder improvisieren. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich habe es fast in jedem Video, habe ich irgendeinen Sprachfehler, gell? Es ist auch immer ein anderer. Aber immer ein anderer, ja. Ich bin es aber auch gerne machen. Ja, ich bin abwechslungsreich. Also. Ja. Machst du halt extra. Ja, genau. Schauen wir uns doch ein bisschen erstmal hier noch um, würde ich sagen. Weil ich finde es toll, dass sie so ein Fotopoint gemacht hat. Ach, ein Fotopoint, ja. Ja, richtig cool. Also kannst du dich hier reinsetzen und dann tschüss. Er ist gleichzeitig auch noch als cool, zum Test sitzen. Ist schon genau. Clever kombiniert. Ja. Auch die Hintergrundkulisse halt, ne? Passt voll gut. Ich denke mal, die Hexe wird auch noch wichtig werden. Die ist auch oben am Turm rumgeflogen. Genau, die fliegt da oben auch noch rum. Also ich muss nochmal irgendwie darauf hinweisen, wir haben von der Chrissy auch schon den ein oder anderen Dark Ride schon gezeigt. Ich werde mal hier so eine Info reinhauen. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Welchen nimmst du jetzt? Achso. Sind so viele hier. Asylum Horror und Enchantia. Also Enchantia?
Fragezeichen, ja, ich weiß es auch nicht. Nein, nicht Fragezeichen. Er muss ein bisschen warten zwischen den beiden. Genau. Und jetzt kommt der zweite Finger nochmal. Warte, ich muss kurz mal gucken. Asylum Horror Park. Rein mit euch. So, jetzt aber erst nach dem Video. Nach dem Video. Erst hier der Dark Ride. Jawohl. Gut. Ja, wie gesagt, der Fotopoint hier richtig schön gemacht. Ja, auf jeden Fall. Schöne Kulisse gemacht. TMTK waren komplett frei, also jeder konnte sich TMTKs hier reinladen, wie sonst was. Also das war komplett erlaubt. Die habe ich mir alle runtergeladen. Ich hoffe, das funktioniert alles und das finde ich auch richtig cool. Dass er die, dass sie den Geist da einfach so als Hintergrund gemacht hat. Mhm. Das finde ich hat was. Und dann hier so ein Dreizack halt, ne? Das soll wahrscheinlich der Tod sein. Irgendwie. Das könnte sein. Wir finden das bestimmt noch raus. Stimmt. legen wir los, hä? Legen wir gerne. Los. Gut, also es geht in 3, 2, 1. Let's go. Kann ich das schließen? Ja. So, wir müssen nämlich dann da rein. Uns erwartet hier nämlich eine Pre-Show. Gott, ich weiß ja gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Das ist schon cool gemacht. Alter Schwede. Ja, vermutlich an irgendeine Wand, ne? Da steht Play Me. Ja, ja, ich weiß. Ich will mich erstmal umgucken. Ach so. Das ist so krass. Was auf der Pre-Show. Deswegen dachte ich, ich erwähne es mal. Ach so, danke. Gerne. Boah, 2:09. Ich weiß nicht, wo wir uns hinstellen sollen. Ja, vom, ja. Goldene Mitte, würde ich sagen, oder? So da. Also wenn hinter uns was ist? Stell ich an die Wand. Ich denke mal, wahrscheinlich ist es vor uns, was passiert. Ich denke auch, oder? Let's go. Tür zu. Das war geil. Und das, ja, mit, und das mit richtigen Voice Line wäre richtig geil gewesen. Ja, ja. Ich kann verstehen, warum sie es gesagt hat. Boah, das ist ja alleine schon besser als die meisten Dark Rides, die es so gibt. Alter Schwede, ey, was für eine Pre-Show, oder? Krass. Ich habe zwar nicht so ganz verstanden, worum es ging, nur so grob. Also hier ist eine Hexe, hier ist ein Skelett und hier ist so ein Dämon. Also alle drei haben irgendwie Opfer auf dem Gewissen, so, ne? Weil hier sind ja jedes Mal Opfer gestorben, sag ich mal. Und deswegen, ich bin mir aber trotzdem noch nicht so ganz, aber hier sind so viele Uhren, vielleicht spielt irgendwas mit der Zeit und keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man daraus mitnimmt, ist, halt dieses, dass es diese drei Parteien halt gibt. Ne? Genau. Gut.
Ja, könnte was mit Uhren zu tun haben, ne? Könnte was mit Uhren zu tun haben. Auf jeden Fall ist das... Ich würde sagen, der nächste Dark Ride von Chris... Auf jeden Fall ist das die Station. Du Scheiße, ey. Wow. Ich würde sagen, für das nächste Dark Ride, lass mal ihr mal User Media dann... ne? Lass mal zu. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Also, egal was kommt. Ihr habt komplett Freiheiten. Guckt euch das mal an. Ich weiß noch nicht, ob das alles Planko-Teile sind, aber ist auch mal egal. Doch, doch. Das meiste. Aber es ist krass. Ja. Das ist eine reinste Bibliothek hier drin. Okay, hier steht was. Achterbahnreihe offen lassen. Coaster Chain must be open. Achterbahnreihen offen lassen. Achterbahnreihe offen lassen. Denk mal, du lässt einfach die Achterbahn offen, so wie sie ist, und steigst ein. Ja. Machen wir Pause. Sonst beim Mund. Ach so, jetzt weiß ich, was sie meint. Offen lassen. Ja. Ah, okay. Stimmt. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Nee, ich musste die offen auflassen, weil. Wegen den Triggern. Genau. Ja. Wegen den Triggern. Genau. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis das hier losgeht. Ich finde übrigens diesen Zaun, der die Station umrandet, sehr cool. Das ist eine schöne Idee gewesen. Ja. Für dieses, einfach mit diesem Tor dann, ja. Ja. Stimmt. Ich hab auf meinem Bildschirm gerade gezeigt, ey. Oh, danke. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also, wenn wir das jetzt so aufgenommen hätten wie die bei der Italia Park, hätte das funktioniert. Das ist Station, ne? Ja. Das auch ist noch? Richtig so. Das müsste funktionieren. Ja, okay. Sein. Dann haben wir ja schon mal die richtige Bahn. Okay. Weil dann können wir ja gleich loslegen. Dann mache ich hier weiter auf P. Und das schließe ich noch. Und wenn die Bahn losläuft, dann kann ich mir noch ein bisschen hier das angucken. Es ist halt wirklich einfach Kunst, ne? Es ist wahre Kunst, ehrlich. Es ist unfassbar, ey. Guck mal die Uhren an. Auch hier das, ne? Wo der Typ einfach schafft, komplett custom. Alles custom. Oh, custom. Das ist schon echt der Wahnsinn. Ne, aber guck mal oben die Uhren an. Da links, da, ne, das ist das Fenster. Diese Mitteldinger, ne? Ja. Warte mal. Ja, es klang so, als würde es losgehen. Auf jeden Fall ist einer gerade angekommen. Ich weiß halt nicht, was losgeht. Ich habe einen Glockenschlag gehört. Ja. Jetzt doch. Ja. Aber nichts verpassen hier. Oh Gott, ich freue mich schon so sehr. Ich bin so gespannt. Woo, let's go. Oh. Meint ihr, es könnte was mit Uhren zu tun haben? Könnte was mit der Zeit zu tun haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das ja schon mega aus. Willkommen zu der Geisterstunde. Geil. Richtig gut. Oh, ich freue mich schon. Geil. Das ist echt meisterhaft. Jetzt schon. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Gerade weil du bei Dark Ride so viel mit Team DK-Zweck machen kannst, kann ja alles passieren. Ja. Hier sammeln, mein Mund steht die ganze Zeit offen. Meiner auch. Pass auf, dass du jetzt sammelst, ey. Boah. Was ist denn hier los? Das ist so krass. Coole Idee, einfach einen Flatrider einzubauen. Ja.
ist ein Auge in der Mitte, habt ihr das gesehen? Wo soll ich hingucken? In dem Flat Ride. In dem Flat Ride. Achso, nee, ich war so überall mit meinem Blick gerade. Ich glaube, wir gehen da gleich eh nochmal durch. Ich, auf jeden Fall. Alter, ich weiß echt nicht. Also, es ist. Da ist der Dämon gewesen im Kamin. Ja. Boah, ich bin schon so geflasht, ne? Ich weiß gar nicht, was hier noch kommt, ey. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ist dann trotzdem schön, dass die Standardteile trotzdem noch benutzt werden, ne? Und so gut integriert auch noch. Alter. Wie geht das denn? Alles Team TK. Wow. Wow. Oh. Essen. Yo. Ist das cool gemacht alles? Alter, das war Wahnsinn. Ach, du ahnst es nicht. Ich komme da nicht mehr klar. Boah, wie gut das auch aussieht. Aber auch alles da. Es gibt auch keine Sekunde, die irgendwie langweilig sein könnte. Immer irgendwas passiert. Das ist so gut getimed. Ja. Ich hoffe, das ist noch nicht vorbei. Ich könnte mir das jetzt noch 10 Minuten angucken. Mhm. Also ehrlich, also ich bin so geflasht. Das ist der Wahnsinn. Ja, schon. Also ist ein ganz anderes Niveau. Ja. Oh Gott, guckt euch die Lampen an. Wie toll sind die denn aus? Ich glaube, viel höheres Niveau als das hier kannst du wirklich keinen Dark Rides bauen. Nee. Okay. Wow. Geil. Gut. Sehr gut gemacht. Aquarium. Es ist einfach so gut. Ich weiß auch, warum sie jetzt gefragt hat, ob sie auch andere Flatrides einbauen darf. Ja. Wow. So stark. Auch wieder gut getimed alles. Das ist doch alles so clever. Ja. Allein diese ganzen Ideen zu haben. Ich muss Schluck trinken. Oh, jetzt gehen wir auch noch da rein, ne? Leck. Ja, klar. Ey, ich hoffe, die anderen Dark Rides sind genauso. Er ist schon der Hammer. Auf ihre Art und Weise, natürlich. Meinst du das Auge? Ja.
Also ich finde es schon ein bisschen unheimlich tatsächlich. Ist also... Also ist echt gut gemacht. Ich bin ungläubig, dass das geht. Nein. Nein. Also 5 Minuten hätte ich noch gekonnt. Ich war also... Boah. Chrissy. Meine ich vorne Pfandnut ziehe ich? Mir fehlen einfach die Worte. Uns fehlen einfach die Worte. Sprachlos. Ja. Wirklich. Ey, sag mal. Das ist doch nicht... Das ist doch vor allem in 2 Monaten. Boah. Das ist doch krass. Also Chrissy, du hast ab sofort die Aufgabe von uns gerne... Ja, sehr gerne. ...alle 3 Monate einen Darkride bei uns hochzuladen, den wir dann auch sehr gerne auf unserem Kanal zeigen. Also bitte, tu dir keinen Zwang an. Wenn du Bock drauf hast und Spaß hast, von mir aus auch mit Custom Media das nächste Mal, mach ich. Mach ich definitiv. Gib ich dir mein Wort. Okay? Also, hier jetzt schon mal ab, Daumen hoch, alles super. Das ist verrückt. Wirklich, wir gehen rein und... Ich weiß schon, wen wir fragen können, wenn wir mal einen Dark Ride brauchen. Ja, den hast du auch in 2 Monaten fertig. Das ist ja unglaublich. Alter Schwede, ey. Ach gut, dass die Bahn gerade kommt. Das ist so wahnsinnig schön alles. Das ist so krass. Ja, du musst schon mit der Bahn zusammenfahren, sonst verpasst du ja alles. Ja, ja. Habt ihr jetzt eigentlich die Story gerallt? Tatsächlich habe ich nicht drauf geachtet. Ich war auch fasziniert. Ich war einfach nur weg. Du? Nicht so richtig, nee. Ich habe heute halt wieder gesehen, also Charaktere gesehen, wo ich dachte, den kenne ich. Okay. Aber das kann Chrissy uns ja bestimmt erklären. Ja, auf jeden Fall. Das sieht so krass aus hier, ey. Wir waren halt beim Interview nicht dabei, ne? Weiß nicht, was gesagt wurde und was nicht. Ja, nicht viel tatsächlich. Also auch ohne... Stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Auch ohne das... Und die Story ist das hier wahnsinnig gut. Ja, selbst wenn es keine geben sollte. Dann kannst du gleich noch mal das Auge zeigen. Ja, das war hier drin. Da. Ah, okay. Da hast du nämlich gar nicht gesehen. Ich habe auch schon so ein paar Sachen entdeckt hier. Aber ist auch so viel Zeug. Da wusste gar nicht, wo du hingucken sollst als erstes. Nee. Aber hier muss ja auch irgendwie ein Mitarbeiter hinkommen, ne? Wenn man sich testen lässt, gibt es auch, oder? Du kannst. Die Dummies musst du. Die siehst du doch dann. Nee, die Dummies sind immer drin. Ist offen. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist dunkle Magie hier. Ach so, das war noch Fußspuren, ne? Ja, die hab ich eben auch nicht gesehen. Genau. Oh, wo sind die jetzt lang? Hier lang, durchs Bücherregal. Ja. Ja, das war auch eine geile Szene hier. Das war auch so geschimed. Also die Ideen zu haben, die hier alle drin sind, das auch so umsetzen zu können, ist schon... Naja, sie ist ja Horrorfan, ne? Sie liebt Horrorfilme, Stephen King, Bücher zu lesen, das ist ihr Ding. Sieht man. Ja. Sieht man auf jeden Fall.
cool ist auch, dass wir dann einfach im Wasser weiterfahren. Das ist so. Ja. Habe ich auch nicht mit gerechnet. So krass, dass der Hai da jetzt gleich rauskommt. Das ist unfassbar, ey. Stell ich mir gerade so in der echten Bahn vor, wenn da auf einmal der Hai so entgegenkommt. Also ja. Ich glaube schon, es ist schon ein krasser Effekt. Also wenn es die Bahn echt geben würde, ist mir egal, wo der Park ist, ich will dahin. Ja, vielleicht abonnieren, ne, dass wir mehr Abos kriegen und vielleicht bauen wir unseren eigenen Freizeitpark. Dann kommt Chrissy ja. Und baut uns einen Dark Ride dahin. Ja, wenn wir so genug Geld verdienen, um einen eigenen Park, ja klar, dann gerne, ja. Ihr habt dann auch alle kostenlosen Eintritt. Ja, ja, genau, lebenslang. So gut das gemacht mit den Farbenspielen und so, dass sie dann verdeckt wurden, ne? Das ist krass, ey. Das ist so krass. Das ist auch einfach mal Aquarium gemacht. Das Oh, scheiße. Klar, diese Idee mit dem diesem Auto, super geil. Ja. Auch ganz schön knapp gewesen. Ja, hat gepasst. So krass, Mann, ey, das ist unfassbar. Aber auch wirklich alles, ne? Jede einzelne Stelle, da ist nichts, was irgendwie nicht gut ist oder irgendeine Stelle, die nicht schön gebaut ist oder so. Das ist alles. Mir fällt nichts ein, was ich kritisieren könnte. Es gibt nichts zu kritisieren. Ja, das ist es ja. Ja, dass er nochmal in den Keller reingeht, das ist schon. Ja, also das ist echt unfassbar. Jetzt kommen ja noch die ganzen Szenen. Also ich kann wie lang die Bahn auch ist, ne? Dass das alles da reingepasst hat. Ja. Ich würde mir gerne, mich würde mir interessieren, wie schnell die baut. Ja. Scheinbar sehr schnell. Sehr schnell und sehr gut. Kann ich nicht mithalten. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt allein schon dieser Raum. Und den ganzen Schnickschnack. Ja. Dass da was hin soll, da was hin soll. Wenn du weißt, was du bauen willst, dann würde ich sagen, bist in einer Stunde fertig. Das hat jetzt viel mit Bildkomposition zu tun, ne? Es ist, also was siehst du von der Fahrt selber aus? Was ist relevant? Was nicht? Ja, das kommt noch dazu. Ja, also ich sage trotzdem, wenn du weißt, was du bauen willst und einen Plan hast, ein Konzept, dann Ja, stimmt, das würde mich auch mal interessieren, ob sie mit Konzept baut oder ob sie einfach drauf losbaut. Ja, das ist eine gute Frage. Also, los, kommentieren. Das ist eine coole Idee. Das ist so krass. Sich mitten der Kamera. Oh, krass. Der guckt dich immer an. Also. Einfach nur wow. Was willst du dazu, ja, dazu sagen? Mehr Worte können wir eigentlich nicht mehr sagen dazu. Also es ist einfach nur. Ja, ich glaube, man hat gemerkt, dass wir es ganz gut fanden. Was?
War ganz okay, ne? Hat man gemerkt, ja. Hier in den Raum wollte ich nochmal. Also hier ist ein Werwolf. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, ich aber vorhin. Deswegen wollte ich nochmal hier rein. Aber ich wollte nochmal außerhalb der Bahn mit komplett nochmal mitfahren, damit man nochmal wirklich alles so ein bisschen von einer anderen Perspektive sieht. Und hier mal gucken, was alles so tief für TMTK-Teile gibt, ne? Weil dafür, ich habe mich ja nie mit TMTK-Teile befasst, nie. Nee, weil wir ja immer ohne TMTK bauen. Na gut, hat man ja auch nicht wirklich benötigt, ne? Nee. Ja, der Einzige, der wirklich was mit TMTK gemacht hat, warst ja du. In Trollingburg. Das stimmt, ja. Ja, also ich glaube gerade bei Dark Knights. Aber so tatsächlich, Trollingburg hat man auch tatsächlich gar nicht so viele TMTKs. Das war eigentlich auch alles so, was das Spiel ergibt. Also wenn es irgendwo Sinn macht, dann bei Dark Rides. Und ich glaube, gerade bei Dark Rides gibt es auch echt viele sehr gute. Ich meine, sehen wir ja hier auch. Sind ja viele drin. Ja. Wo ging es denn jetzt hier nochmal weiter? Oh, war das eine Force Perspective? Stimmt. Das ist ja geil. Dadurch. Was? War das eine Force Perspective? Dass der Gang länger aussieht, weil er kleiner wird. Ja. Kleiner gebaut wird. Ach so, ja. Ja. Alter Schwede. Ist es aus Platzgründen gewesen? Kannst du mal gucken, was dahinter ist? Das ist nix. Da ist auch kein. Das sagt noch eine Wand, ne? Ist da noch was hinter gewesen hinter der Wand? Ist das, weil. Also ist der so gebaut gewesen, weil dahinter direkt. Nee. Ist einfach nur, weil es kann. Okay, verstehe. Alles klar. Finde ich gut. Das ist krass, aber hier allein schon dieser Raum. Da würden wir doch Ewigkeiten dran sitzen. Ja. Das ist richtig. Auch Team-TK-Teile. Wahrscheinlich, ja. Das müsste, glaube ich, auch vom Feuerwehrhaus sein. Mein Feuerwehrhausdach. Ja. Gut. Oh, ein Teil, das wir kennen. Huh. Guck mal, Rick. Es ist einfach, ich finde es auch toll, dass das einfach der Schatten ein anderes Objekt ist als der Spieler selber. Ja, das stimmt. So kleine Details da drin, ne? Ja. Bringen das Skelett dann richtig zum Leben. Genau. Aber hast du gesehen, was ich meine hier wegen Da Vinci, sag ich. Venedig? Venedig, die Kacheln hättest du auch damit benutzen können. Ja, die wären ein bisschen groß gewesen. Okay. Hätten aber weniger Teile verbraucht. Ja, gut, ich hätte nur bei einigen Sachen sehr viel weniger Teile benutzen können. Ja. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht darauf gebaut, dass es möglichst wenig Teile hat. Aber wenn du halt nur eine Attraktion im Bereich hast, dann. Ist es auch egal. Es läuft ja als flüssig. Ist ja super. Und den Mond da oben habt ihr schon gesehen, ne? Das ist doch so heftig. Krass. TMTK halt, ne? Das ist so Wahnsinn, ey, ehrlich. Also. Ja, Wahnsinn. Das beschreibt es ganz gut. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Es ist einfach so. Es ist einfach unfassbar so gut. Ich komme vom Staunen einfach nicht mehr raus. Das ist. Hier gibt es wahrscheinlich noch so viel zu sehen, was ich so jetzt gar nicht gesehen habe, wahrscheinlich. Aber jetzt sind wir jetzt schon dreimal durch. Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Ist einfach sehr beeindruckend alles. Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich meine, es ist halt gebaut, wie ein Dark Raid gebaut werden sollte. Alles, was du sehen sollst, das siehst du auch. Als du es nicht sehen sollst, das siehst du auch nicht. Das stimmt. Also ich glaube, hier sind relativ wenig versteckte Sachen drin, aber die Sachen, die wir sehen, die sind halt unfassbar gut. Mhm. Ist wirklich so, ja. Das ist wirklich so gut gemacht. Ja. Und dann kommen wir wieder hier in den Raum mit den ganzen Szenen. Ja. Achso, das ist der Raum, wo wir reinkommen. Da geht's weiter. Hier. Achso, da kommt der Stein raus. Da kommt der Stein raus und da sind noch ein paar Spinnenbeine. Okay, die Räume haben wir ja schon gesehen. Gehen wir mal weiter. Ist schon echt alles. Der Hammer.
ist so heftig. Ich habe das schon so oft gesagt, ne, und ich kann es immer wiederholen. Wir haben so unfassbar gute Bauer in der Community, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, mir fällt auch keiner ein, dass der, also klar, jeder baut auf seine Art und Weise, ja, der eine besser, der eine nicht so gut, aber trotzdem schön, ja, natürlich, aber ihr seid trotzdem alles so wahnsinnige Erbauer, das ist so krass. Ja, ja. Das muss ich einfach zustimmen, ja. Und der Mitaro ist eingeschlafen? Nee. Ah, okay. Der weiß nicht, was er sagen soll. Der weiß nicht, was er sagen soll. Wir sind wieder da. Wow, okay. Jetzt noch eine Runde, oder? Meine Lampe. Ich habe meine Lampe umgehauen. Ja, die Lampe hat es auch umgehauen. So, das ist einfach so sehr gut. Sie hat mich umgehauen, ja. Ach so, sie hat es mich umgehauen. Ich wollte testen, ob die Lampe sich auch umgehauen fühlt. Ja, Wahnsinn. Also... von außen sah es ja auch super gut aus, ne? Also wirklich von überall. Das war einfach der Eingang. Warte mal, wir sind ja noch gar nicht den Ausgang lang. Vielleicht ist hier auch noch was. Nö. Okay. Ja, also hier ist der ganze Dark Ride versteckt. Wow. Der Dark Ride ist einfach in einer Stadt drin. Ja. Ja, schon, ne? Ja, komplett, ne? Also hier, ich kann mal kurz reinfliegen. Also hier, ne? Ist alles. Ja, das ist wirklich Stadterbicht. Lustig. Ist alles hier drin. Ne? Hier sind ja auch riesige Szenen gewesen. Ist jetzt echt Zufall, dass ich alles so getroffen habe. Aber ich habe mir gedacht, hier so Vierecke muss ja irgendwas sein. Es sind einfach ganz viele Hallen, darauf sind so ein paar Türmchen. Ja, genau. Dann sieht das super aus von außen. Genau, hier so. So hier so eine Viereck. Ja. Aber mehr braucht es ja auch nicht, ne? Nee. Hier ist dann auch wahrscheinlich irgendwas. Hier ist dann der Weg. Das ist schon echt grandios. Was haben wir denn eigentlich hier drin? Achso, das war der Start. Ja. Ja, das hier. Ja, ich bin einfach sehr beeindruckt gerade. Ja. Also, es ist, ich glaube, so wenig erzählen in einer Parktour passiert selten bei uns auf dem Kanal. Vor allem auch bei mir, wenn es mich die Sprache verschlägt. Was soll ich sagen? Wenn mich was umhaut, dann bin ich auch still. Das geht bei dir? Das soll jetzt kein Diss sein. für jemand anderen oder so. Nee, alles gut. War wirklich, wirklich ganz toll. Mir fehlen die Worte, uns fehlen die Worte. Wir wissen, glaube ich, nicht, was wir noch dazu sagen sollen. Außer vielen Dank, Chrissy, dass du bei uns mitgemacht hast, dass du uns diesen Dark Ride geschenkt hast, wirklich. Chapeau. Danke für die Zeit vor allem. Danke für die Zeit, ja. Das ist eine gute Sache. Und mein Angebot steht immer noch. Alle 3 Monate Dark Ride, wenn du Bock hast, mit Custom Media, mit allem drüber, du darfst alles reinbauen. Alles. Alles, was du möchtest. Kannst du Schild einfach indirekt weiterführen. Ich zeig den. Alle 3 Monate. Aber instant. Instant, ja. Also keine Pause. Keine Pause. Nein, also wenn du nochmal Bock hast und du Lust hast, irgendwie einen Dark Ride zu bauen, einfach so aus Jux und Dollerei, sag uns Bescheid, wenn du den fertig hast. Und sag uns auch Bescheid wegen Custom Media und so. Wir laden es runter, wir zeigen den. Definitiv. Also, ich bin gespannt, was die anderen Erbauer gebaut haben. Ich auch. Wie die Dark Rides sind. Ein paar kommen noch. Und die dürft ihr nicht verpassen. Also, abonniert am besten diesen Kanal, ist für euch komplett kostenlos. Lasst ein Like für diesen Pack hier da, die Geisterstunde. Und wenn ihr wissen wollt, welche Dark Rides bei uns in der Challenge mitgemacht habt, dann müsst ihr uns in Discord folgen. Und dort findet ihr unter Challenge-Info die ganzen Dark Ride Parts. Und dort könnt ihr auf Steam gerne auch mal euren Daumen da leisten und abonnieren. Und favorisieren und Kommentare da lassen, sowie Kommentare unter diesem Video. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und in diesem Sinne. Und bewerten tun wir erst, wenn wir mal alle gezeigt haben, richtig? Bewerten? Genau. Ach so, ja. Jetzt für die Challenge selber. Für die Challenge selber. Ja. Es gibt einen Pokal, für die, die es noch nicht wissen. Es gibt einen Pokal am Ende. Wir haben 5 Teilnehmer, 5 Dark Rides und. Genau, am Ende nach allen gezeigten Dark Rides, weil wir müssen uns die ja auch erstmal angucken, bevor wir überhaupt entscheiden, wer gewonnen hat, dann
werdet ihr das hier auf unserem Kanal natürlich erfahren. Richtig, genau. Und ja, jetzt aber. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Macht's Ciao. Gut. Tschüss. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr Freude.